Hallo, wir sind die Sportexperten von der Erich Kästner Realschule Tostedt. Unser Thema ist Basketball. Wir besuchen die Hamburg Towers und haben Interviewtermine mit zwei Neu-Hamburgern. Es ist der österreichische Trainer Raoul Korner und der deutsche U20-Nationalspieler Len Schormann aus Darmstadt. Ja, vielen herzlichen Dank nach München an der Stelle. Was hat Ihre Mannschaft besser gemacht gegen Tel Aviv als in den Spielen vorher? Aber heute soll es ja um Chemnitz gehen. Hallo Len, danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Du hast in letzter Zeit viele Spiele in der Basketball-Bundesliga und im Europacup. Wie anstrengend ist das für dich? Ist auf jeden Fall anstrengend, aber Sport ist immer anstrengend. Aber ich denke jetzt vor allem mit der Doppelbelastung ist natürlich noch mal ein bisschen mehr als die letzten Jahre. Aber es macht mir Spaß auf jeden Fall. Ja, was denken Sie, wie sich das professionelle Basketballspiel entwickeln wird? Also es entwickelt sich stetig und immer, wenn man vergleicht. Ich habe 1999, 2000 war meine erste Profisaison als Trainer. Also das ist schon lange her. Da hat sich viel getan. Also das ist athletischer geworden, es ist schneller geworden, es ist physischer geworden, es ist noch exakter geworden. Und ich glaube, dass es in eine ähnliche Richtung weitergehen wird. Also der Sport wird noch höhere Anforderungen stellen an alle Beteiligten, sowohl an Körper als auch an den Kopf. Du hast in der U20-Nationalmannschaft gespielt. Kannst du mit 20 Jahren dort immer noch spielen oder ist denn sie jetzt die A-Nationalmannschaft? Also meine Zeit bei der U20 ist vorbei, seit dem Jahr, aber mein Ziel ist auf jeden Fall die A-Nationalmannschaft und ich bin auch zuversichtlich, dass ich irgendwann erreichen werde. Darf man als Trainer einen Lieblingsspieler haben? Nein, also zumindest nicht im eigenen Team. Es ist wie wenn man einen Vater fragen würde, darf man ein Lieblingskind haben? Man kann sich nicht ganz dagegen wehren. Es ist automatisch, dass die Sympathien vielleicht zum einen oder anderen ein bisschen mehr gehen, ein oder anderer Spieler eine mehr graue Haare beschert. Das ist normal. Wichtig ist, dass man fair zu den Spielern ist. Dass man für alle Spieler im Endeffekt da ist, wenn sie einen brauchen. Es gibt sehr detaillierte Statistiken im Basketball. Wie wichtig sind die für die Karriere eines Spielers? Ich denke, von Spielerseite aus sollte man sich jetzt nicht zu sehr auf die Statistiken fokussieren und einfach sein Ding machen. Ich denke, das ist dann mehr so Aufgabe der Leute im Hintergrund, die Scouts und so. Die sich ein bisschen mehr damit auskennen als wir auch. Aber Statistiken gehören natürlich auch dazu. Also irgendwo musst du natürlich auch in den Statistiken beformen, um dann weiterzukommen. Nach Hamburg ausgeliehen worden. Bist du damit zufrieden? Warum haben die Towers dich nicht richtig gekauft? Also gekauft haben sie mich noch nicht richtig, weil ich noch derzeit einen Vertrag in Frankfurt habe. Aber ich bin auf jeden Fall mega zufrieden hier in Hamburg. Ich denke, es war eine meiner besten Entscheidungen, nach Hamburg zu kommen. Und ich bin auf jeden Fall glücklich hier. Haben Sie vor der Season Ihre Mannschaft anders eingeschätzt? Das ist eine gute Frage. Es ist immer, wenn man die Mannschaft zusammenstellt, hat man immer gewisse Vorstellungen und im Idealfall deckt sich die dann mit der Realität. Aber während der Vorbereitung, während der Saison kommt man dann immer wieder drauf, hey, da ist man vielleicht besser, als man gedacht hat, da ist man vielleicht ein bisschen schlechter, als man gedacht hatte. Unterm Strich, glaube ich, haben wir relativ realistisch eingeschätzt, wie das Team aussieht. Wir haben auf TikTok viele coole Videos von dir gesehen. Hast du Zeit, die selber zu produzieren oder hilft dir jemand dabei? Das freut mich auch gerade um die Zeit. Also so viel bin ich nicht auf TikTok unterwegs, aber es ist auf jeden Fall immer mal wieder ein bisschen Zeit. Also ja, generell, wenn wir jetzt irgendwie auf Auswärtsfahrten sind oder im Flugzeug, dann ist immer ein bisschen Zeit für Sachen nebenbei.
ist es für Sie, in der Öffentlichkeit zu stehen? Alltag. Also, wenn man als Trainer Probleme hat, damit in der Öffentlichkeit zu stehen, ist man wahrscheinlich im falschen Job. Manchmal ist es angenehmer, so wie jetzt. Manchmal ist es weniger angenehm, wenn du Spieler im Gang verlierst und immer dieselben Fragen gestellt bekommst und eigentlich immer dieselben Antworten geben musst, weil die Antworten halt immer auf gleiche Fragen halt auch immer gleich sind. Und gerade also in Hamburg ist jetzt weniger, weil es eine Großstadt ist. In Bayreuth war es halt so, dass wenn wir gewonnen haben, die ganze Stadt gefüllt in Euphorie war und ich eigentlich nirgendwo zahlen musste, wenn ich wohin gekommen bin, weil mich immer die Leute eingeladen haben zum Essen oder im Restaurant oder sonst was. Auf der anderen Seite waren auch viele Fragen zu beantworten, als wir nicht gewonnen haben. Also das ist dann in Kleinstädten noch einmal was anderes. Aber grundsätzlich habe ich kein Problem damit und es ist ja auch jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie unangenehm wäre. Wie gesagt, wenn man verliert, bleibt man halt daheim. Okay. Kochst du für dich selber oder musst du bei deiner Ernährung was beachten? Ich koche für mich selber. Vor allem jetzt in letzter Zeit auch versuche ich immer ein bisschen mich neu zu erfinden. Aber ich bin generell ein Fan davon, selber zu kochen und nicht viel auswärts essen zu gehen. Danke für das Gespräch, Len. Das war sehr interessant, hat Spaß gemacht. Ja. Sehr gerne. Das war der Tag in Hamburg mit den Veolia Towers. Damit verabschieden wir von den Sportexperten uns von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Halbzeit. Die Schwarzen, die gefahren haben, bitte nicht einsteigen, sondern wir brauchen euch in der Halbzeit.